Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind unterwegs im Winter am 2. Dezember. Das war also jetzt dritte Folge auf dieser Tour. Müsstet ihr jetzt haben den 4. Dezember. Ich habe halt Nikolaus. Aha. Und zwar 2014. Es ist bitterkalt. Wir haben überfrierende Nässe. Und wir sind mit der Linie 14 unterwegs nach IKEA von Messe aus und haben gleich am Anfang schon eine Haltestelle, Messe-Freigelände wohl irgendwie ausgelassen, deswegen zeigt natürlich die Verspätung totaler Unsinn an. Real dürften wir eigentlich ganz gut in der Zeit sein, wenn wir jetzt mal diese Verpatzte da außer Acht lassen. Wenn ich jetzt mal außen gucke, ja, lass mich mal außen gucken, dann kann ich nämlich die Busampel da sehen, sonst ist das ein bisschen schwierig. Ich soll ja hier so komisch links abbiegen. Ich drücke die Pause raus. So. Und dann warten wir mal auf Busgrün. Wir haben schon ein bisschen viel Unsinn gemacht. Also wir haben schon mal ein bisschen was mitgetitscht und dann haben wir schon vorhin so ein Mercedes in die Planken gequetscht. Naja, Ausschuss ist irgendwie immer mal. Ne? Oh, ich darf fahren. Gut. Links ab. Ach, jetzt kommt dieser Fußgängerzonenbereich. Ja, da bin ich auch schon mit einer anderen Linie durch. Biofach 2014. Aha, aha. Ist toll, wenn da steht Biofach 2014 und man fährt hier irgendwie in den 80er Jahren rum. Bleibst du stehen oder muss ich warten? Also Manfred latscht bestimmt durch. Ja, sicher. Ah, nee, doch nicht. Entschuldigung. Hab nichts gesagt. Und behaupte das Gegenteil. Aber dürfte doch ein bisschen frisch sein, ne? So im Hemdchen. Aber wehe, im Bus sind keine 20 Grad, dann wird rumgemault, ne? So. Das ist es schon. Diese. Ah, ne, ich muss. Au, ich darf nicht auf den Bürgersteig fahren. Ich muss hier halten. Jetzt sehe ich das. Ja, 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 ja. Aber wir haben noch keinen. Wir haben 9 Uhr, doch fast 9.10 Uhr. Naja, gut. Hallo. Hallo. So. Alles gut, alles richtig. Oh, komischer Blick, ja. Weiter. Moment, erst gucken, dann losfahren. Nächster Halt, Weidlinger Straße. Muss ganz in der Nähe sein, weil in der gleichen Minute noch. Das wird irgendwie immer nebliger, ne? Kann das sein? Naja. Hoppala. Bisschen weit hinten, weit vorgefahren. Naja, geht ja noch, ne? So. Ah, da vorne ist auch schon die Haltestelle. Und wir haben gleich 9.11 Uhr. Ja, dann sind wir so gesehen pünktlich. Das wird sowieso keine Abrechnung geben, eine richtige, weil er sagt, du musst doch noch zur Messe Freigelände. Da stehen noch welche. Die Ampel macht nicht alle. Oh, Menno. So. Fuup. Ich glaube, hier muss einer mal die Bremsbeläge ölen. Nein, das war Spaß. Leute, bloß nicht nachmachen. Niemals Bremsbeläge ölen. Das ist fatal. Hui, jetzt bin ich aber gut gerutscht. Ich habe voll gebremst und ist einfach weitergefahren. Hallo. 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 Sind Sie hier der 18er? Oder bist du hier der Motzkopf? Ich glaube, ich bin nicht der 18er, aber du bist der Aussteiger gleich, Kollege. Frechheit, 18er. Wenn du nicht lesen kannst, ne? Das ist dein Problem. Also wirklich. Da kann ich mich einfach drüber ärgern. Bäh, 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 Mods Maul. Ein paar Minuten zu spät hier und dann, aber obwohl ich pünktlich bin, ne? Das ist das Schöne daran.
So, auch wir müssen hier rechts rum, aber wir haben Vorfahrt 8 zu gewähren. Wem denn eigentlich? Da ist doch nichts. So. Ah, ich habe gar nicht geguckt, aber das wird ja wohl die Haltestelle sein. Die laufen alle schon geschlossen, vorwärts, rückwärts. Ich kenne sie ein paar Mal vormals rückwärts fahren, dann laufen die schön hin und her. Dann meckern sie wenigstens nicht, dass es so kalt wäre im Bus, weil sie sich dann warm gelaufen haben. So. Sag lieber nix. Der erste Fahrschein, Einzelfahrt, 2,70, bitte sehr. So, 3,5. Der Kran dreht sich. Habe ich gerade gesehen. Ist ja geil. Ich guck mal von unten aus dem Boden raus, damit ich das sehen kann. Ja. Ja, ja, ich weiß es glatt. Das habe ich vergessen zu gucken. Nächster Halt. Sonnenleiten. Das wäre beinahe wieder schief gegangen. Auf die Art hatte ich ja schon Mercedes in die Planken gequetscht. Der steht da bestimmt immer noch. Ach ja. Da muss doch auch bald diese fürchterliche Unfallmeldung kommen. So, sie haben sich von einem Unfallort entfernt. Und das mache ich ja letztendlich immer, ne? Ach, guck an, hier ist die Kirche. Die hat einen irrsinnigen Sound, diese Kirche. So komische Gesangsproben. Oh, so. Sonnenleiten. Ja, Sonne haben wir aber keine. Zu spät sind wir mal wieder. Ich bin pünktlich. Ich bin für das Messegelände, für das Freigelände zu spät, aber doch nicht hier. Es ist 9.14 Uhr und ich soll hier sein? Ja, jetzt kommt, jetzt bin ich nämlich doch zu spät. Pass auf. 9.13 Uhr. Ha! Ja, diese Kirche hier, die hat ja auch so einen Sound, ähnlich wie diese Turnhalle von den Kindern, wo die Kinder dann Sport drin machen. Und da habe ich dann auf meiner Map nur um dieser Kirche rum viel gearbeitet. Stundenlang, die ganze Zeit, habe ich mir diese Gesangsproben da angehört. Das war einfach grausam. War geradeaus richtig? Ja. Ja, ich weiß, ist glatt. Streut hier eigentlich keiner? Gibt's hier keine Streufahrzeuge? Jetzt habe ich vergessen zu gucken, wo als nächstes hingeht. Nächster Halt, Haltestelle. So, damit bin ich aus dem Schneider. Da ist er ja endlich. Und, ach ja, genau. Und diese Haltestelle, von der ich gerade sprach, die heißt, Tauschinski-Platz. Sag ich doch. So. Einmal Zwillinge. Noch jemand ohne Fahrschein? Wie voll ist denn der Bus eigentlich schon? Ach ja, schon einiges. So. Ich gucke aber jetzt mal schon. Nach Tauschinski-Platz kommt die Staatsoper um 9.17 Uhr. Also in einer Minute sollten wir da sein. Ich gebe mein Bestes, ich fahre mal Vollgas. Nein, das sollte man nicht tun bei Glatteis. Immer vorsichtig. So, mal gucken. Da kommt einer, aber der ist noch weit weg. Die sieht gut aus, die Straße hier. Gefällt mir. Und da kommt schon was. Das könnte unsere Haltestelle sein, die Staatsoper. Jawohl. Staatsoper. Und wenn da nichts steht, wie es weitergeht, dann fahre ich natürlich geradeaus. Ja, ist ja auch gar nichts. Das sind ja nur so eine komischen Taxi-Wendeplätze, wie mir scheint. Alle rein. Guten Tag. Da hinten, das sieht aus mit den Sträuchern, als wäre da ein Teich und die würden da Schlittschuh laufen, ne? So weihnachtlich. Ist ja auch bald soweit, ne? Moment, eben gucken. Nächster Halt.
Kopernikusgasse. Ah, jetzt hat er wieder durchgedreht, die Reifen, gerutscht. Ja. Da ist es schon. Die Kopernikusgasse und wieder Leute rein. Aber will auch jemand aussteigen? So. Ah ja, steigen drei aus und drei ein. Dann tut sich da nichts weiter. Ja. Ah, wird schon dreckig. Wird der bei Schnee schneller dreckig, der Bus? Bei so einem Wetter? Könnte sein, ne? So. Weiter geht's. Aber ich habe wieder nicht geguckt. Es ist zum Verrücktwerden. Paschinger Straße kommt als nächstes. Aber hier stehen irgendwie welche rum. Warum steht ihr denn hier rum? Hier ist doch keine Ampel und nichts. Dann fahre ich ja eisenhart an euch vorbei. Ne? So. Da müssen wir rechts ab. Schwupsig. Aber so, dass wir auch die Ampel sehen können. Ja. Vorsichtig. Ach, da haben wir wieder so eine Busspur hier. So. Zack. Kommen Sie rein. Ist schön warm hier. Mhm. Naja, 11 Grad. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Du willst so ein Kinderdings haben, ne? Einzelfahrt, Kind 1,70. 2, 3, 5. Bitte sehr. So. Und erst gucken. Am Turm. Oder Turn? Am Turn. Mit TH. Ja, Verspätung kann ich jetzt nicht sagen, weil er zeigt mir ja 24 Minuten Verspätung an, weil ich da im Messegelände da irgendwas vergessen habe. Und da muss ich gleich mal gucken. Ach, da ist ja schon was. Jetzt mache ich's mal. Ich mache es mal. Ich trete mal voll in die Eisen, wenn ich da ankomme. Mal gucken, ob ich rutsche. Ja, nicht voll, aber ich bremse mal recht stark. Oh ja, rutsche. Naja, meckert wenigstens niemand, weil ich scharf bremse, was gar nicht möglich ist. Hallo. Hallo. So, jetzt gucke ich mal. Also, nächster Halt muss dann sein, Westbahnhof um 9.21 Uhr. Wir haben, ja, in 20 Sekunden ist es 9.21 Uhr. Also sind wir ganz leicht verspätet, was eigentlich gut und normal ist. Ist im Sekundenbereich eigentlich. Warum rappelst du denn so? Mach doch, ist doch alles gut. Oh, ist wirklich glatt. Wir müssen geradeaus, aber ich glaube, jetzt ist die Busspur zu Ende und wir haben Busrot. Pass mal auf, was du gleich gewonnen hast. Eine Extrabeule am Kopf. Ist doch wohl nicht wahr. So was Freches aber auch. Oh, glatt. So, jetzt soll ich da rein. Ach ja, das ist ja das, was aussieht hier wie dieser Bahnhof in Ruhleben, ne? Genau. So. Westbahnhof. Und Westbahnhof haben wir erreicht. Jawohl. So. Hallo. Hallo. Morgen. Morgen.
Ach ja. Türen zu, Haltestelle, Bremse lasse ich noch drin und ich drücke die Pause rein. Die Zeit ist abgelaufen und ich sage, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Like da lassen. Wer noch nicht abonniert hat, jetzt wird's aber Zeit. Und dann bis morgen. Bye, bye und tschüssi.